Sei willkommen im Gasthaus zum Rollenden Würfel, dein Zuhause für Fantasy-Entertainment wie Impro-Hörspiele, Podcasts und viel mehr. Wie ich wurde, was ich bin, ist der Bericht eines Erzählers, dessen Namen niemand kennt, der heute noch lebt. Unseres Erzählers. Nur zu, kommt heran. Setzt euch. Und lauscht, was nicht in Vergessenheit geraten darf. Wo war ich? In der zahnlosen Zwergin. Ein typischer Abend. Ein Zwerg bringt einen Heiler beim Boltanspiel um sein Erspartes. Die Wirtin lässt sich auf zwielichtige Geschäfte mit zwei zwielichtigen Zwielichtigen ein. Ein Anwerber duckt sich unter fliegenden Bierkrügen und gewinnt doch noch einige Seelen für die Armee. Eine Kriegerin flüchtet hinaus zum Badehaus und frisch herein mit Gerüchten über die Auswahlkämpfe in der Arena. Die legendäre Schlacht der 1000 Oger wird wortreich geehrt durch einen, der sie miterlebte. Nach Mitternacht zieht ein Trupp hinaus zu den Brabacker Baracken, wo der Abschaum der Stadt im Dreck der besser Situierten vegetiert und sich für einen Kantenbrot ein Messer einfangen würde. Kennt ihr den schon? Brabacker Barackenbraten braten brabbelnde Barbaren beim Rattenbraten bei den Brabacker Baracken. Ha! Wir sind bereit für eine neue Folge im Gasthaus zum Rollenden Würfel! Yay! Hey! Schön, dass ihr wieder mit eingeschaltet habt und dabei seid, heute mit dabei seid quasi, wenn es aufs Maul gibt. Tja, was ich damit Spoiler. Meine, das erfahrt ihr in Aventurien. Wir springen wieder nach Anfa. Ihr habt, eure Helden besser gesagt, haben eine Nacht vollbracht in wundervollsten Betten des Etablissements zum zahnlosen Zwergen. Deswegen dürft ihr nun alle eine Runde regenerieren. Ein neuer Tag bricht an, der 17. des Travia-Mondes. Ihr wisst alle, dass wenn der Boronrufer das zweite Mal den ersten Vers ausruft, also sprich um 1 Uhr nachmittags, dann solltet ihr in der Balhonak-Arena euch eingefunden haben, um euch zu bewerben. Das wisst ihr. Es ist allerdings jetzt erst 7 Uhr morgens. Ihr hättet theoretisch jetzt noch Zeit, irgendwas zu machen, euch irgendwie vorzubereiten, wenn ihr das möchtet. Ich werde auf jeden Fall im Gasthaus halt noch ein ordentliches Frühstück mir gönnen und halt wahrscheinlich dann noch ein Mittagessen, wenn wir uns halt erst treffen, so spät. Beziehungsweise wie lange brauchen wir dahin? Wahrscheinlich müssen wir so eine Stunde vorher los, damit wir pünktlich da sind. Ja, dann werde ich auf jeden Fall ein gutes Frühstück und ein gutes Mittagessen noch zu mir nehmen wollen. Ich will halt einfach gut genährt und nicht hungrig und durstig dort in der Arena zum Kampf erscheinen. Das ist wichtig. Ja. Das stimmt, ja. Das wirst du. Für ein Oreal pro Mahlzeit. Ja. Mach ich auch. Ja. Ich auch. Ja, ich nehme nur eine Mahlzeit zu mir, weil ich nicht so beschwert in den Kampf gehen möchte. Und ansonsten werde ich noch mein Waffenpflegeset benutzen, was ich bei mir habe, um meinen Helm und meinen Zwergenschlegel ordentlich zu polieren und auf Vordermann zu bringen, sodass die richtig schön, so gut es halt eben geht, glänzen und gut aussehen. Ich hole mir währenddessen meinen Handspiegel raus und stutze meinen Bart. Ja, und ich füttere die Täubchen, die sehr, die noch ein bisschen müde sind und noch so halb am Schlafen sind. Also ich packe das so in den Käfig rein, das Futter und das Wasser. Und dass, sobald sie wach werden, können sie sich da bedienen. Ich habe meinem Dolch sitze ich da und schnitze an einem Stück Holz herum, was Kleines. Und so vergeht die Zeit. Um 12 Uhr mittags macht ihr euch dann auf den Weg in Richtung der Arena. Die Balhonak Arena gilt als eine der größten Gladiatoren-Arenen in ganz Aventurien. Diese Arena ist auch wirklich sehr, sehr prunkvoll. Ne? Die besteht aus Basalt und Obsidian. Medial wurde sie verziert teilweise und rotem Marmor. Also das ist wirklich die feinsten Baustoffe Aventuriens wurden hier verwendet.
Es gibt ganz hohe Logensitze. Ihr müsst euch diese Arena wirklich ein bisschen vorstellen, wie das Kolosseum in Rom. Ein wirklich sehr beeindruckendes Bauwerk. Und wenn man da reingeht als Normalsterblicher, dann ist man schon sehr ehrfürchtig. Für Angrosch wiederum ist das ein alter Arbeitsplatz. Ne? Ja. alles schon gesehen. Und Angrosch ist auch der einzige von euch, der weiß, dass unter den Logensitzreihen in den Gewölben unten drunter gibt es so einige Zellen. Da werden wilde Tiere normalerweise aufbewahrt. Da gibt es Umkleidekabinen für die Gladiatoren. Da gibt es eine Waffenkammer. Da gibt es aber auch eine Gladiatorentaverne. Also das ist so ein bisschen deine zweite Heimat. Hier kennst du dich aus in diesen Gewölben, die schon so ein bisschen labyrinthartig wirken können auf dich. Ah, Freunde. Ach, gut, dass du bei uns bist, Angrosch. Ja. Ich weiß überhaupt nicht, wo es hier lang geht. Ach, riech doch nur einmal. Der Ruhm in der Schlacht. Ja, auch. Okay, ihr habt recht auch. Aber der Ruhm. Ähnlich wie gestern Abend in den Brabaker-Baracken. Ihr versteht das nicht. Das hier ist Ruhm, das ist Ehre, das ist der Kampf. Könnt ihr es nicht spüren? Diese ehrwürdige Arena. Ich bekomme echt zittrige Knie. Das ist echt beeindruckend. Und wenn ihr erst einmal sehen würdet, wie es unter diesem prachtvollen Gebäude aussieht. Dort nämlich findet das wahre Leben in der Arena statt. Die Sklavenunterkünfte, die Fälscher, die an einem herumfuschen, wenn man mal wieder eine Wunde davongetragen hat, der Dreck, der Schmutz, das Sterben. All das, was der Pöbel oben in der Arena nicht zu sehen bekommen soll. Ihr sagt, unter dem ganzen Sand hier in der Mitte ist es noch eine Untergrundarena? Keine Arena, aber die ganzen Arena-Kämpfer, die meisten leben dort unten, werden versorgt, verpflegt, schlafen, sterben, feiern. Werden da auch Tiere? Sind da auch Tiere dabei? Selbstverständlich. Und was für welche? Wilde Tiere, die man halt so findet. Wollt ihr schon wieder Tiger. Mit denen sprechen? Reichen euch die Taube nicht. Ich erinnere mich sogar an einen Kampf, da hatten sie ein ganz seltenes Tier aus dem hohen Norden. Ich weiß, was war das nochmal? Ich weiß nicht, es war irgendeine Art Bär, diese mit weißem Fell. Eine Bestie gewesen. Ja. Ich ziehe aus meinem Rucksack das mein Togel, mein Tiergogel. Meinen Sie von Norden, Moment. Ein Bohemian? Ich habe keine Ahnung, wie diese Bestie hieß. Sie war riesig, sie war größer als ich. Sie muss 5 Tonnen gewogen haben und Klauen, mit messerscharfen Klauen, so lang wie mein Arm, mindestens. 5,2 Tonnen habe ich, ja, das muss ja sein. Ein Bohemian. Wenn ihr das sagt. Für mich war es einfach nur die große weiße Bestie. Und sie hat einige Kameraden getötet, bevor ich, wir sie... Wenn ich es nicht besser wüsste, redet ihr von einem Eisbär, aber... Nun, den habe ich noch nie gehört. Nein, da ist nochmal ein Unterschied. Ich habe kein Eis gesehen bei ihm. Er war weiß, aber ansonsten hat er kein Eis bei sich, nein. Die Bohemienbären haben ganz andere Charaktereigenschaften. Die Krallen, die haben eine Fähigkeit, diese Krallen auszufahren. Und dann werden die richtig lang, dass du im Dunkeln nicht erkennen kannst, um was für ein Tier es sich genau handelt. Das sind faszinierende Wesen. Nun, was auch immer es gewesen ist, jetzt ist es tot. Habt ihr es aber besiegt? Ja. Das heißt... Herzwerk. Na? Habt ihr es besiegt? Natürlich, selbstverständlich. Ich bin Angrosch, die Brechstange. Nun, Angrosch, Brechstange. Hä? Was? Dann wisst ihr doch sicherlich auch, wo wir jetzt hier hinunter zur Arena kommen, um uns bei diesen Kämpfen anzumelden. Ja, sicher. Da lang. Na dann. Ich gehe mal in die Richtung. Hoffentlich riecht das dort besser. Verstehe nicht. Deine Hoffnung bestätigt sich leider nicht. Ihr kommt an ein Tor an. Dieses Tor führt tiefer quasi in den Bereich der Arena hinein, wo es, ich würde mal sagen, der Backstage-Bereich quasi. Davor stehen Soldaten mit allerhand Papier und Listen. Und hier riecht es auch schon nach
Schweiß und Blut, denn dieser Kampf, der hier ausgetragen werden soll, ist nicht der erste Kampf in dieser Arena. Relativ schnell werden eure Namen entdeckt in den Listen, die ihr ja, in der ihr euch eingetragen habt. Ihr werdet dann daraufhin von einem der Soldaten in die Katakomben geführt. Der Soldat ist auch tatsächlich, ihr merkt schon, der ist sehr erfreut, Angrosch zu sehen. Er versucht so ein bisschen zu unterdrücken seine Freude, aber er kann sich, sag ich mal, sein Gesicht spricht Bände, sagen wir es mal so. Und so sagt er eigentlich die ganze Zeit immer so Sachen wie: Hier seht ihr die Tiergehege, aber das brauche ich ja hier dem Schlechter nicht zu erklären, nicht wahr? Und hier seht dem ihr Sägeblatt. Und, dem Sägeblatt. Genau. Und so führt er euch durch die Katakomben so ein bisschen durch. Und irgendwann kommt ihr in eine Art Umkleidekabine. Hier unten, ihr müsst euch das ein bisschen so vorstellen, es ist eigentlich stockdunkel in den Katakomben. Wären da nicht überall Fackeln an der Wand? Die Wände selber sind sehr glatt geschliffene Steine. Doch während oben im oberen Bereich wertvollste Materialien verwendet wurden für den Bau, ist es hier unten einfach wirklich ganz einfachstes Gestein und teilweise auch ganz normal einfach diese schwarzen Felsen, auf denen Al-Anfa quasi gebaut wurde, wurde hier einfach teilweise einfach ausgeschlagen. Also es ist alles ein bisschen einfacher hier unten. Hier sieht man auch durchaus diese Spuren an der Wand, wie mal mit dem Schlagwerkzeug gearbeitet wurde. Da hat man hier unten nicht wirklich viel Wert auf, sag ich mal, Schönheit gelegt. In diesen Umkleidekabinen befinden sich ganz normale Holzbänke und Schränke, in denen man sein Hab und Gut abstellen kann. Allerdings kann man es nicht abschließen. Als ihr den Raum da betretet, im Lichte zweier Fackeln, seht ihr, dass der Raum ganz schön voll ist. Es ist schon eher ein kleinerer Saal, könnte man sagen. Also hier sind schon so 10 andere Personen. Und es ist eigentlich auch ständig ein Kommen und Gehen. Immer wieder kommen neue Leute rein, andere Leute müssen raus und müssen kämpfen. Es ist immer wieder was los. Und euch wird ein Platz auf einer Bankreihe zugewiesen und da setzt ihr euch hin. Ihr seht sehr stark gerüstete Männer in Uniformen, mit prunkvollen Schwertern, genauso wie ganz einfache arme Schlucker, die einfach nur einen Dolch in der Hand haben und mit dem Dolch spielen. In einer Ecke seht ihr eine Frau, die so ein bisschen Übungen macht und sich warm macht. Und ja, ihr seht auch einen Soldaten der Stadtwache, in Uniform der Stadtwache, doch der sitzt auf der Bank. Der steht da nicht als Wache, sondern der sitzt als Teilnehmer sozusagen dabei. Stadtwachen verdingen sich hier. Das heißt aber, diese wollen alle in die Armee, sehe ich das richtig? Ja, ein illustrer Haufen. Natürlich. Tja. Jetzt sind die Diener Al-Anfas. Ihr Fanatismus ist größer, als man denken mag. Und viele der Einwohner empfinden es als große Ehre, für ihr Land in den Krieg zu ziehen und für Boron, wenn nötig, das Leben zu lassen. Während das die Arbeit als einfache Stadtwache, dort kann man keinen Ruhm verdienen. Sehe ich das richtig, dass wir gegen sie antreten oder treten wir gegen irgendwelche Biester an? Das verstehe ich auch nicht. Macht für mich keinen Sinn, dass wir gegeneinander antreten sollen und man dadurch weniger Soldaten in der Armee. Nun. Oder ist das die Konkurrenz oder sind wir hier eine Mannschaft? Das ist die Frage. Hey, ihr da, du. Und ich rufe so dem erstbesten Typen, der Stadtwache, dem rufe ich zu. Okay. Ja. Hey, ihr da. Sagt, wisst ihr zufällig ein wenig, wie das hier heute vonstatten geht? Kämpfen wir gegeneinander, gegen Bestien? Wird eine Schlacht nachgestellt? Habt ihr irgendwas in Erfahrung gebracht bisher? Ja, er kommt zu dir rübergelaufen. Ja, wir sollen gegeneinander kämpfen. Der Mann trägt 3-Tage-Bart, hat eine Zahnlücke von, wer vielleicht von einer Prügelei mal, musste der Zahn dran glauben,
trägt kurzes schwarzes Haar. Aufgrund seiner Zahnlücke lispelt er auch ein bisschen. Hat auch ein bisschen Augenringe. Und der begrüßt sich ganz nett. Sag mal, kenne ich euch nicht irgendwoher? Habe ich euch nicht schon mal gesehen? Seid ihr nicht der Zerbrecher? Angosch, der Brecher. Das bin ich wohl. Oh, schön. Schön, euch zu sehen. Das sagt ihr jetzt noch. Ich habe gedacht, ihr seid schon längst in eine andere Arena verkauft worden. Ja, da erzählt ihr etwas Wahres. Aber nun, die Wege des Angosch sind unergründlich, wie man so schön sagt. Und so haben mich meine Füße wieder in die alte Heimat getragen. Und heute bin ich hier, um mich der Armee anzuschließen. Ah, ihr auch? Da freue ich mich ja. Das wird lustig. Vielleicht sind wir ja zusammen dran. Das wäre dann für euch eher weniger lustig, behaupte ich. Da sagt ihr was. Aber ihr wisst nicht, mit wem ihr es zu tun habt. Noch lacht ihr. Ich bin nämlich Corporal Beilein Montesso. Der Gefürchtete. Nie gehört. Ihr werdet noch von mir gehört haben. Aber habe ich doch gerade eben. Ihr verwirrt mich. Um zu eurer Frage zurückzukommen. Ja. Also wir sollen teilweise gegeneinander antreten und hier sind auch immer wieder Heiler unterwegs, die einen dann versorgen sollen. Also keine Ahnung, wie die sich das vorstellen. Vielleicht kriegen auch nur Holzwaffen ausgeliefert, keine Ahnung. Wir sollten aber unsere Waffen ja mitbringen, also müssen wir sie wahrscheinlich auch verwenden. Das heißt, wir müssen eventuell auch gegeneinander kämpfen, auch wenn wir zusammen hier sind? Ja, klar. Wir sollen ja zeigen, was wir drauf haben. Aber wie seid ihr zusammen hier? Seid ihr Freunde? Seid ihr verrückt? Wir haben uns zumindest vorgenommen, gemeinsam in den Krieg zu ziehen. Da wäre es doch schlecht, wenn wir uns gegenseitig vorher die Gliedmaßen abhackten. Ja, das stimmt, ja. Ja, toi, 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 dass ihr hoffentlich nicht zusammen in einer Runde kämpfen müsst. Das wäre ja ein bisschen doof. Na, ja, das wollen wir hoffen. Irgendwen ein wenig ist schon. Ey, nachhelfen? Nachhelfen, dass man in einer Gruppe ist? Schwer zu sagen, ich weiß nicht, wer das hier ausknobelt. Die Offiziere oben, die geben sich ja da die Klinke in die Hand. Aber wer kommt zu den losen Plätze da oben hoch? Angrosch, ihr wisst doch, wer hier das Sagen hat. Wer lost das aus? Ihr vertut euch das. Heute ist kein klassischer Arena-Kampf. Hier hat heute die Armee das Sagen. Die Offiziere und nicht der Arena-Leiter. Deshalb weiß ich nicht, wer heute für uns verantwortlich ist. Soll ich mal versuchen, weitere Informationen vielleicht von der Lady da drüben zu bekommen? Sie schaut mir so aus, als könnte sie vielleicht da den einen oder anderen Kontakt haben. Ja, vielleicht sollten wir uns alle ein wenig umhören. Oder wir warten einfach auf das, was da kommen mag. Ich sage euch, das war schon immer die beste Sache in der Arena. Bleibt ruhig und bereitet euch hier oben vor auf den Kampf. Hm? Ja, Wissen ist ein wildes Tier und muss erst gejagt werden, ehe man es zähmen kann. Bitte was? Man kriegt Wissen nicht einfach so, Herr Zwerg. Aber ihr hattet gerade von einem wilden Tier gesprochen. Das wisst ihr schon, gegen was wir kämpfen müssen? Das ist deine Redensart. Ach. Ja. Also ja. Angrosch, ich habe mich da oben gestern vorbereitet und meine Frisur sitzt. Ich gehe zur Lady und spreche mal hier von Frau zu Frau als eine der wenigen hier und mal schauen, welche Informationen sie uns geben kann. Und ich gehe rüber zu der anderen Dame, die so Übungen gemacht hat und gehe so ganz unauffällig rüber und mache auch so meine Dehnübungen und es knackt überall beim Schulterndrehen. Entschuldigung, von Frau zu Frau. Hast du noch irgendwelche Frauen gesehen hier? Nein. Und ihr? Ich auch nicht. Ich habe gerade erfahren, dass... Weißt du mehr darüber? Sollen wir gegeneinander kämpfen? Oder wie sieht das aus? Hast du da Informationen?
Ja, genau. Wir sollen gegeneinander kämpfen. Aber wer jetzt ausgewählt wird, in welcher Runde, das weiß ich nicht. Aber mal schauen. Ist ja eigentlich auch egal. Ne? Wir sollen ja einfach nur zeigen, was so unsere Stärken sind. Ne? Ja. Wie bist du denn hier aufmerksam geworden? Also wer hat dich denn geschickt? Ach, da war so ein ganz netter Herr, der hat gefragt, wer mit in den Bohrenzug will. Und sie haben uns Land versprochen da im Chemiereich. Das ist toll, weil ich möchte so gern eigenes Land. Ja. Aha, ein netter Herr. Ist der auch hier zu sehen oder sitzt der zufällig oben in der Loge oder so? Hab ich nicht. Wo findet man denn diesen Herrn? Weil so ein Stück Land könnte ich mir auch gut vorstellen. Würde ich auch gerne mal mit ihm sprechen. Ja, habe ich ihn heute nicht hier gesehen. Nein, aber wurde euch das nicht zugesagt? Ha, dann habt ihr wohl schlecht verhandelt. Ja, aber sei es drum. Na gut, dann. Ja, nicht so gut. Ich muss mich noch ein bisschen aufwärmen, ja? Ja. Ja, ja. Und ich gehe zurück zu den Jungs. Also, so wirklich habe ich hier nichts erfahren können, außer dass die Dame, ihr wurde Land versprochen von einem Herrn. Was für ein Herr war das? Also, ja, ein Stück Land. Land, na, das war doch der Ausrufer, der bei uns auch in der Kneipe war. Der hat da auch irgendwas von einem Stück Land gefaselt, was man kriegen kann. Wenn der, was hat er das denn gemacht? Da waren wahrscheinlich eure Schellen wieder am Klimpern, Herr Schellenfuß. Meine Schellen höre ich gut hinweg. Er hat irgendwas erzählt von wegen Land im Chemiereich, was man erhalten würde, wenn man erfolgreich sich in den Schlachten bewähren würde. Doch, ich kann mich dran erinnern. Glaubt ihr, das stimmt? Das hört sich... geben lassen, wenn wir uns hier eintragen. Ja, das hört sich für mich als wenn da was nicht stimmt. Ach, ist das so? Wieso denn nicht? 50.000 Landbesitzer im Chemiereich? Das klingt doch realistisch. Oder nicht? Ja, aber schaut euch mal diese Frau an. Die sieht ja eher aus wie eine Tänzerin statt einer Kämpferin. Nehmen wir wahrscheinlich an, dass nicht alle überleben. Und sprechen denn das von das Ohr vom Himmel, wie sagt man? Werte Freunde, wenn es wirklich ein echter Krieg ist, in den wir da hineingeraten sollten, dann wird natürlich nicht jeder überleben. Und nicht jeder wird Land erhalten, der überlebt. Und ich glaube, darüber sollten wir uns vorerst keine Gedanken machen. Immer der Kampf vor der Nase, haben wir gesagt. Immer der nächste Kampf vor der Nase. Das ist es, worauf wir uns jetzt vorbereiten sollten. Doch, Eiler, ihr tut gut daran. Zweifel ist der Schlüssel zum Wiesen. Was? Das muss ich mir notieren. Gerade in dem Moment, als Soldaten für die nächste Runde aufgerufen werden. Und hey, wer mag es kaum glauben, ihr seid alle mit dabei. Nein! Ich habe mich schön konzentriert, ja? Ihr werdet alle zusammen die Treppe hochgeführt, in die Arena hineingeführt. Und vor euch offenbart sich halt ein riesiges Kolosseum. Unten unter euren Füßen ist der Boden sandig, teilweise noch mit getrocknetem Blut hier und da zu sehen. In der Mitte der Arena befinden sich große Steinsäulen von Löwen. Wenn ihr nach oben schaut, zu den Tribünen, diese Tribünen sind eigentlich weitestgehend leer. Ein bisschen militärisches Personal ist anwesend, die sich so Notizen machen und austauschen, wer denn wohl für wen gut geeignet sei, für welche Einheit sozusagen. Und ihr nehmt alle Aufstellung. Genauer gesagt, ihr vier und mit euch vier weitere Gegner. Allerdings ist diese Stadtwache nicht dabei. Es kommt noch eine Frau hinzu, auch gerüstet. Und sie stellt sich in die Mitte auf und weist euch dann jeweils einen Platz zu. Deswegen habt ihr alle da jetzt quasi eine Position zugewiesen bekommen zwischen den Säulen. Und diese Frau dreht sich erst zu den Offizieren um, verbeugt sich vor den Offizieren, dann dreht sie sich zu euch um, macht nur so ein kurzes Nicken, so nach dem Motto, ihr seid auch gegrüßt. Und dann erhebt sie das Wort.
Werte Offiziere, Runde 20 ist, hat Aufstellung genommen. Und ja, sind jetzt alle bereit, ne? Schön. Für euch kurz zur Info. Ihr dürft euch jetzt die Fresse einhauen. Macht's nicht zu heftig, weil es gibt nur eine Sauerei. Und wir haben heute schon einen Fall gehabt, es war nervig. Also sagen wir es so, zeigt, was ihr drauf habt, aber bleibt am Leben und lasst die anderen bitte auch am Leben. Wir brauchen die noch im Großbohrerzug, danke. Und in dem Sinne, wenn es euch nicht mehr so gut geht, da unten, da steht der Medikus bereit und ihr zeigt in den Süden. Wenn ihr auf der Karte nach unten guckt, da seht ihr auch den Medikus am Tor stehen. Wenn es euch nicht mehr so gut geht und ihr der Meinung seid, reicht jetzt, geht zum Medikus, der wird sich um eure Wunden sorgen. Soweit ihr halt noch gehen könnt, ne? Gut. Ansonsten, jo, eure Waffen habt ihr ja dabei. Viel Spaß. Bleibt am Leben. Werte Offiziere. Auf mein Zeichen kann es losgehen. Und voller Freude. Bewegen Sie sich. Wo ist deine Axt? Ich hab keine Axt, ich hab einen Hammer, du Arsch. Sie bewegt sich nach in den Süden, ja. In diesem Sinne, dann sage ich, werte Spieler und Spielerinnen, würfelt doch bitte auf Initiative, denn das ist unser erster Kampf hier in der dritten Staffel für euch da draußen. Jetzt geht ein wildes Gewürfel los, ganz nach schwarze Auge-Manier. Doch wir schneiden das Ganze raus und machen das in ein extra Video für euch. Und stattdessen werden wir jede einzelne Kampfrunde nacherzählen, um es ein bisschen spannender und unterhaltsamer für euch zu gestalten. Wer also wissen möchte, wie dieser Kampf würfeltechnisch wirklich passierte, kann dann in dieses Extra-Video gucken. Wir beginnen unseren Kampf mit Ayla. Der kommt halt mit seinen kurzen Zwergenbeinen nicht so schnell voran. Ich renne auf Nevenia los mit voller Kanne. Hol ich aus und benutze den Knauf meines Schwerts und schlag ihr mit voller Wucht ins Gesicht. Man hört richtig Knochen brechen in der Arena. So heftig war das. Neviana, du fügst dir eine richtig heftige Verletzung im Schädelbereich zu. Das war wohl ein bisschen zu stark. Und sie schreit mächtig auf. Und als Reflex aufgrund dieses brachialen Angriffs sticht sie mit ihrem Rapier zu. Und ich will mit meinem Schild verteidigen, aber in dem Moment bekomme ich einen Schatten ab und werde abgelenkt von den Vögeln, die über der Arena fliegen, und somit treffe ich nicht richtig mit meinem Schild und es und werde abgelenkt und drehe mich schon halt so ein bisschen zur Seite. Und kriegst trotzdem voll ein Pizza. Und krieg volle. Ah! Also die meisten werden von der Sonne geblendet, aber Ayla wird von Schatten geblendet. Ich stelle mir das auch so richtig vor, sie rennt so auf die zu, haut dir mit dem Knauf ins Gesicht und dann so, oh, ein Vogel. Oh. Ein Vöglein. Gruß. Es ist Uwe. Ich hab die Käfigtür offen gelassen. Ist es Achim? Nein, Horst, nein, es ist Uwe. In der Zwischenzeit, was macht Tristan? Ich sehe vor mir einen glatzköpfigen Mann stehen, der finster dreinblickt, und erwähle ihn direkt als mein Ziel aus. Ich gehe leicht in eine geduckte Haltung, fasse zu meinem Nachtwindschwert, und als ich es aus der Scheide ziehe, gibt es einen leicht sirrenden Klang, so wie von einer lauten Saite, so ein Kling. Renne auf ihn zu, immer so geduckt und im Zickzack, mit leichten Schritten, dass er gar nicht weiß, woher ich eigentlich komme. Im letzten Moment springe ich hoch und ziehe mein Schwert von oben schräg auf seine Schulter hinzu. Und Clifton versucht mit seinem Langschwert deinen Angriff auszuparieren, doch leider
schafft er es nicht, weil er nicht so geschickt ist wie du. Ist von den Glöckchen abgelenkt. Ja, absolut. Schon irritierend. Und deswegen saust mein Schwert runter und ich schlage ihm in seinen Arm hinein. Und das Schwert gräbt sich tief in sein Fleisch. Autschi. Ja. In der gleichen Zeit... So tief sah es gar nicht aus mit 3 Schadenspunkten. In der Zwischenzeit bewegt sich... Das nennt ihr tief? Tja. Du bist viel zu weit weg, um das zu sehen. Naja, stimmt gar nicht. In der Zwischenzeit bewegt sich Haldar langsam zurück und bewegt seine Lippen und seine Hände. Er betet ein bisschen und bereitet sich auf irgendetwas vor. Und Clifton, der von Tristan angegriffen wurde, versucht einen Konterschlag, holt aus mit seinem Langschwert, aber nein, er verfehlt. Ich tauche unter dem Schwert hindurch und kann nur müde lachen. Das ist alles, was ihr drauf habt. Ja, Kadim. Ja, ich sehe, dass da ein gewisser komischer Mann nach vorne getreten ist und fixiere ihn jetzt und wollte eigentlich jemand anders fixieren, aber da ich sehe, dass er sich konzentriert und irgendwelche komischen Handbewegungen macht, gehe ich auf Haldar zu und versuche bedrohlich zu wirken und bin auch gar nicht so schnell unterwegs und spreche in Gedanken wirke einen Zauber, der demnächst etwas eventuell bewirken wird. Ah ja. Du bist so versunken in deiner Magie. Genauso auch verließ sie das. Du siehst diese Frau nicht, denn sie bewegt sich in deinem Rücken langsam ein bisschen von ihrer Startposition auf Kadim zu und fängt an, ebenso mit ihrem Zauberstab eine Bewegung zu verführen in der Luft, hochkonzentriert und mit dem Blick auf dich gerichtet. Und so sieht sie nicht, was Angrosch tut. Angrosch ist nämlich zuallererst ein wenig verwirrt, denn ich gucke mich um und mein Gegenüber weicht vor mir zurück. Ich sehe, dass Kadim aus den Augenwinkeln hinter der Säule an den herantritt, irgendwie in Gedanken versunken und wundere mich, wo mein Gegner ist. Also gehe ich erst einmal ein paar Schritte in die Arena rein, schaue mich um und sehe zu meiner Linken eine scheinbar Zauberin, die hochkonzentriert in Richtung Kadim blickt, was mich natürlich ein bisschen wütend macht, weil das ist eindeutig 2-1 und dann auch noch in den Rücken und das kann ich gar nicht leiden, obwohl es sehr clever ist. Und daraufhin stürme ich auf sie zu, schwinge meinen Zwergenschlägel und in meiner Wut auf diesen hinterhältigen Angriff vergesse ich total, dass wir uns ja zurückhalten sollten und lege wirklich all meine Kraft in diesen Schlag, hole aus und mein Zwergenschlägel trifft die Zauberin an der Schulter und zertrümmert den kompletten Schulterbereich von oben bis unten. Also man hört richtig die Knochen splittern und die Dame ist zutiefst getroffen. Aber die Menge ruft. Und ich mach wie so ein Ork. Nein, und ich zertrümmer ihr. Das waren noch die Sandmenschen. Oder was auch immer. Ja, die Sandmenschen. Runde 2. Wie reagiert denn die Dame? Tja, das wirst du sehen. Ich lasse mein Schild los und bäume mich auf, um meine Gegnerin in einen Haltegriff zu nehmen, aber vom ganzen Schwitzen vor der Aufregung, der Schweiß, der lässt mich an ihr abrutschen. Oh, oh ja, und die Frau schwitzt. Und daher gelingt mir dieser Angriff als Haltegriff nicht. Ja. Nevin, die ja versucht, entsprechend zu kontern mit einem präzisen Stich mit ihres Rapiers, doch weil du so abgleitest, machst du eine ganz merkwürdige Körperbewegung, mit der sie nicht gerechnet hat, und so sticht sie einfach in die Luft. Ich stehe vor dem Glatzkopf und hole mit meinem Nachtwind einhändig aus diesmal und schlage von oben auf sein Langschwert herab und mein Schwert gleitet leider nur an seiner Klinge runter bis auf seine Parierstange und es gibt ein lautes
aber ich erwische ihn nicht. Aber zu seiner Überraschung lasse ich dann mein Schwert in die andere Hand rüberspringen und schlage nochmal von der Nebenseite. Aber er duckt sich leider weg und mein Schwertschlag geht ins Leere. Verdammt! Absolut. In der Zwischenzeit spricht der Haldar Garufson eine Liturgie. Er ruft seinen Gott Svafnir an. Und weil aber leider sein Ziel, nämlich dieser Zwerg, aus seinem Blickfeld rausgerannt ist, wechselt er sein Ziel stattdessen auf diesen Thulamiden, der auf ihn zugestürmt kommt, spricht auf ihn. Doch er war so verwirrt, dass irgendwie das nicht funktioniert hat. Er hat einen Satz leider, ein Wort vertauscht und es geht daneben. Der Clifton währenddessen, der gerade ganz elegant den Angriff von Tristan pariert hat, holt aus. Ah, er holt aus, aber leider kann Tristan aufgrund seines Geschicks mit seinem Nachtwind diesen Schwert ganz volltrefflich parieren. Ja, ich komme auf diesen komischen Svafnir-Geweihten zu und merke dann erst, dass es ja ein Geweihter ist und gar kein Zauberer mit seinen Gesten und Formeln, die er da gesprochen hat. Bin selber total verwirrt davon. Und da ich einen Zauber in meinem Kopf gesprochen habe, ohne Gesten und ohne Formel, bin ich auch ein wenig betäubt davon. Und beim Zuschlagen hau ich einfach daneben und naja, so stehen wir uns verwirrt gegenüber. Zwei verwirrte Männer, ja. In derselben Zeit brachen die Knochen bei Felicitas, als Angrosch ja ankam und ihr eine brachiale Verletzung zufügte. Sie schrie laut auf vor lauter Schmerzen und jetzt gerade in dem Moment versucht sie rückwärts wegzurennen von Angrosch. Netterweise, also man muss schon wirklich sagen, sie hat sich ganz schön tollpatschig angestellt, sodass Angrosch sie hat gewähren lassen, ohne mit einem Passierschlag da gleich nachzusetzen. Sie können ein paar Schritte nach hinten zurückweichen und nun spricht sie ihren Zauberspruch, den sie eigentlich auf eine andere Person wirken wollte, auf den Zwerg. Doch leider sind die Verletzungen so stark, dass auch sie den Spruch irgendwie verpatzt. Die Konzentration ist weg und der Spruch geht einfach daneben und verpufft. Angrosch, ich wollte eigentlich die Zauberin am Leben lassen. Ja, muss man so wirklich sagen. Weil ich habe natürlich gesehen, dass dieser erste Schlag sie schon fast komplett zertrümmert und kampfunfähig gemacht hat. Aber nachdem ich gemerkt habe, dass sie versucht hat, mich mit irgendeiner Art Zauber zu belegen, renne ich ihr natürlich hinterher, weil ich merke, die will noch gar nicht aufgeben. Hole mit meinem Zwergenschlägel aus, erinnere mich dann aber, verdammt, es hieß ja, wir sollten sie nicht töten. Und deshalb bin ich vielleicht ein bisschen unkonzentriert in meiner Attacke und ihr gelingt es deshalb, meinen Angriff mit dem Zwergenschlägel, mit ihrem Magierstab so abzulenken, dass ich mit dem Hammer nur auf den Boden haue. Und der Sand der Arena aufspritzt. Wunderbar, und jetzt ist Ayla dran mit Kampfrunde 3. Ich hole mit meinem Langschwert aus und will die Gegnerin von ihren Füßen fegen und mit voller Wucht ziehe ich das Schwert durch unten am Boden entlang. Und der Sand fliegt nach oben und sie und ich treffe. Und sie fliegt auf den Boden, oder? Du verletzt Nevin ja sehr stark. Jedenfalls, sie schreit auf vor Schmerzen. Das Blut spritzt. Da ist schon nicht mehr viel zu machen bei ihr. Daraufhin versucht sie jetzt, von dir wegzukommen. Und stellt sich da allerdings sehr schlecht an, sodass sie in ganz wundervollste Angriffsposition für dich kommt. Und diese wunderbare Angriffsposition nutze ich und hole mit einem Kopfschlag, hole ich aus und ramme sie so richtig mit dem Kopf gegen ihren Kopf, so eine richtige Kopfnuss. Bäm! Und du hörst von hinten den Medikus rufen, genug, genug, und er kommt angerannt und möchte nun unterbinden, dass hier noch weiter ein Blutgemetzel vonstatten geht. Das ist ja grauenvoll.
In der Arena, genau, grauenvoll. Ja. Ich bin so völlig außer Atem. Oh, oh. Das, diese Kopfnuss hat mich ganz schön auch selbst fertig gemacht. Oh. Und die Vögel. Ich denke, wieder, es ist ne? jetzt vorbei. Ja, und in dem Moment holt sie mit ihrem Rapier aus und sticht noch einmal zu. Und ich will es verteidigen mit meinem Schwert, aber es misslingt mir und es rutscht ab, da ich ja auch nicht so gut mit dem Schwert umgehen kann und werde komplett getroffen. Oh! Oh! Und erleide einen Schaden von 3. Ein bisschen. Oh, nur 3 Schaden, alles gut. Oh, Ja, beim Zahnarzt. Wie viele 4 3? Schadenspunkte. Ich habe unbemerkt von meinem Gegner etwas Sand auf meinen Schuh geschaufelt und lasse den nach oben schnell mit einer flinken Bewegung und schlage gleichzeitig einhändig mit meinem Nachtwind wieder zu und schaffe es, ihn wieder einmal leicht zu verletzen. Und kriege leider, weil der Wind schlecht steht, etwas Sand selbst noch ab in ein Auge und bin kurz irritiert. Deswegen geht mein zweiter Schlag leider direkt irgendwo an ihm vorbei und ich muss mich erstmal wieder orientieren. Halder holt aus mit seiner Orknase und legt richtig, richtig viel Kraft rein in seinen Schlag, holt aus und haut mit voller Wucht auf Kadim zu und reißt ihn da so eine richtig dicke Wunde in seinen Oberkörper. Seine Stoffrüstung reißt auch so ein bisschen auf in der, an der Stelle und es spritzt ordentlich Blut und da ist richtig was kaputt gegangen und es läuft dir nur so aus dem Körper raus. Du bist doch ganz schön in die Knie gegangen durch diese Wucht dieses Schlages. Der Clifton wiederum an der gleichen Zeit holt aus mit seinem Langschwert und versucht mit einem gekonnten Kreisbewegung Tristan zu verletzen. Und Trist hört aber leider nur ein Klingengeräusch, denn Tristan war wieder mal schneller. Ein Kling! Ja, nachdem mich dieser Treffer von Halder erwischt hat und ich einfach nur zurücktaumel, versuche ich irgendwie um mich zu hauen, treff natürlich nicht und schwinge den Schnitter nur durch die Luft und torke zurück und lehne mich einfach nur an so eine Statue, an diese Löwenstatue und versuche irgendwie auf den Beinen zu bleiben. Gerade so noch. In der Zwischenzeit versucht Felicitas von Angrosch wegzukommen. Sie versucht wieder aus seiner Angriffsdistanz rauszukommen, doch dieses Mal lässt sich Angrosch nicht so leicht überzeugen. Ja, denn immer noch habe ich fest damit gerechnet, dass die Dame vor mir nach diesem schweren Treffer, den ich hier zugefügt habe, aufgibt. Aber nein, sie versucht wieder, sich aus meiner Reichweite hinaus zu bewegen, wahrscheinlich um mir den nächsten Zauber an den Kopf zu werfen. Und deshalb hole ich mit meinem Zwergenschlägel aus und schlage ihr mit dem Zwergenschlägel in den Rücken, in ihrer Fluchtbewegung. Und man hört, wie das Rückgrat knackt unter diesem Schlag. Und die Magierin, wie vom Blitz getroffen, zusammenbricht in ihrer Fluchtbewegung. Und ob sie tot ist, weiß ich nicht, aber sie bewegt sich auf jeden Fall nicht mehr. Oh ja. Und nachdem ich mit meinem Passierschlag meine erste Gegnerin besiegt habe, gucke ich mich um und sehe, dass der nächste Feind, dieser Glatzkopf mit seinem Langschwert und Schild ist, der gegen Tristan Schellenfuß beschäftigt ist. Und obwohl Tristan eigentlich dabei ist zu gewinnen, möchte ich ihm natürlich helfen und eile zu dem Typen da, schlage mit meinem Zwergenschlägel erneut zu, aber treffe leider wieder nur den Boden der Arena und erneut spritzt Sand auf, diesmal allerdings rot gefärbt von dem Blut der Magierin, das noch an den Hammerkopf meines Zwergenschlägels klebt. Also mein Kampf ist beendet und ich gehe als Siegerin hervor und hebe die Faust mit meinem Schwert in die Höhe, um der Arena zu signalisieren, dass ich diese Kampfrunde hier, diesen Kampf gewonnen habe. Und im nächsten Moment drehe ich mich um zu schauen, wo die anderen sind, was ich als nächstes tun kann, kann aber nichts wirklich sehen, bewege mich nach vorne in die Mitte der Arena und
kann immer noch nicht wirklich meine Kollegen sehen, wo ich eingreifen kann, aber entdecke einen neuen Gegner und bewege mich nochmal etwas näher in seine Richtung. Genau. Nevinja ist ja, mittlerweile so schwer verletzt, dass sie auf dem Boden liegt und blutet. Der Medikus ist zu ihr gerannt und versorgt nun schnellstmöglich ihre Wunden. Ich schwinge erneut einhändig meinen Nachtwind gegen den Glatzkopf. Und leider bin ich nicht richtig konzentriert, weil Angrosch neben mich getreten ist. Das hat mich kurz irritiert, deswegen geht mein erster Angriff leider ins Leere. Aber daraufhin raffe ich mich nochmal richtig zusammen und mache eine geschickte Pirouette und lasse das Schwert aus der anderen Hand direkt auf den Kopf des Glatzkopfes zuzischen. Und was passiert dann nochmal? Es war ein super geschickter Angriff, so gut, genau. Also elegant ohne Ende. Doch irgendwie war das Glück dem Clifton hold. Also irgendwie scheint er von Fex gesegnet zu sein, denn du triffst mit deinem eleganten Schlag einfach nur einen Rüstungsteil von ihm. Es macht Klirr auf seiner Seite, doch so elegant er war, dein Angriff geht daneben. Der hat wahrscheinlich so eine eingesetzte Stahlplatte im Kopf, ne? Genau, ja. Und in diesem Sinne ergibt sich dann aber auch Clifton, denn er sieht, dass Angrosch auch in seiner Nähe ist und jetzt er einfach schon so geschwächt ist, er keine Chance hat. Und in dem diesmal geht er auf die Knie und bittet um Vergebung und dass ihr aufhören möget, auf ihn einzuschlagen. Für ihn ist der Kampf an dieser Stelle beendet. Weise Entscheidung. Halda ist dran. Ach, Halda. Halda wiederum hat ja gesehen, also seine Wunde, die er dem Kadim verursacht hat, war ja einfach repräsentativ genug für seine Künste. Drum hebt er seine Orknase in den Himmel, siegessicher, lässt sich feiern und zeigt dann zu den Offizieren und denkt sich, yes, ich bin hier einfach der Mann in der Arena. Dann kommt Ayla in dem Moment angerannt und er sieht so, oh, okay, diese Amazone da ist ja auch noch auf dem Bein, beeindruckend, nickt ihr so zu. Ja, mehr passiert bei ihm nicht, er lässt sich eher feiern. Ja, Kadim lässt seinen Schnitter sinken, atmet tief durch und versucht, einen Balsam Salabunde auf sich zu sprechen und auch nicht, versucht es auch nicht zu verschleiern, macht Gesten und spricht. Aber er ist so schwach und hat so viel Schmerzen, dass dieser Zauber einfach daneben geht und er sinkt auf die Knie und gibt auf. Ja, ich realisiere natürlich, dass der gute, wie hieß er noch, also mein Gegner gegenüber der Clifton auf die Knie gegangen ist und aufgegeben hat. Und deshalb entsinne ich mich der Magierin, die ich da zu Boden gestreckt habe, drehe mich um, gehe zu ihr hin, gehe in die Knie und fühle nach einem Puls und realisiere in dieser Sekunde, dass ich die Magierin offensichtlich getötet habe und versinke kurz in Gedanken und bin selbst ein wenig erschüttert darüber, dass ich sie tatsächlich getötet habe. Ja, okay. Dann nutze ich doch diesen wundervollen Moment und sage, vielen Dank für diese Folge. Wir beenden an dieser Stelle das Spiel. Natürlich dürft ihr trotzdem Abenteuerpunkte euch gut schreiben. Lebenspunkte gut schreiben? Lebenspunkte gut schreiben? Nein. wie lange Kadim denn jetzt noch im Krieg mitmachen darf oder nicht, das werdet ihr in der nächsten Folge erfahren. Jetzt gibt es für euch aber erstmal für jeden 2 Abenteuerpunkte für diesen Kampf. Auch für Kadim. Oh ja. Hat doch nichts geleistet. Wie ich die noch einsetzen kann. Mal schauen. Ja, wenn euch das gefallen hat, dass wir diesen Kampf nacherzählt haben, gebt uns doch einen Daumen hoch. Wenn ihr gerne wissen wollt, wie oft wir gekrittet, gepatzt haben, Meisterships eingesetzt haben, was auch immer, dann müsst ihr euch am besten einfach das Kampfvideo anschauen als Extra-Video. Da oben das bei dem I. Genau, bei dem I. Das hilft euch vielleicht auch, die Wartezeit auf nächste Woche zu verkürzen. Nächste Woche gibt es aber, glaube ich, wahrscheinlich erstmal kein Dienstag, sondern irgendein alternatives Video. Wir schauen mal, guckt einfach auf den Programmplan. In diesem Sinne, wir erholen uns von der Schlacht und sagen, macht's gut.
Ciao. Tschüss. Für uns verantwortlich ist. Herr Schellenfuß. Tristan, habt ihr schon wieder getrunken? Ein Bohemian? Ein Bohemian Rhapsody? Das war... Komm jetzt zusammen. Ich komm mit dazu. Das heißt, jetzt fang ich auch an. Ich mach auch ein paar Dehnübungen und mach mich etwas warm. Mach ein bisschen Aerobic, ja. Nicht so weibisch wie die anderen, aber cool. Cool! Selbstverständlich.